herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von 10 Minuten Theologie. Herzlich willkommen, auch wenn Sie eigentlich zur Mikroökonomik gekommen sind. Und herzlich willkommen auch unseren Gästinnen, die im Rahmen des Zukunftstages da sind. Also ganz schön, ich freue mich. Christliche Umweltethik. Ich habe nachgeguckt, vor einem Jahr war das, habe ich hier schon mal gesprochen über die Schöpfungstheologie bei Franziskus und Dorothee Sölle. Und daran knüpft das in gewisser Weise an. Da ging es um die Aktualität von Schöpfungstheologie angesichts des menschengemachten Klimawandels. Und jetzt hatte ich Anfang dieses Jahres Gelegenheit, eine Rezension zu schreiben, und zwar zu diesem Buch. Da war ich gefragt worden, dass ein Buch, eine Rezension zu schreiben zu diesem 782 Seiten dicken Buch, kann man fest damit einschmeißen, Christliche Umweltethik von Markus Vogt. Und habe das zum Anlass genommen, dachte ich, das passt ja, mich zu fragen, was das heute sein könnte, christliche Umweltethik. In der Verlagsinformation zu diesem Buch heißt es, aufbauend auf den Sustainable Development Goals der UNO und der Enzyklika Laudato Si, entfaltet der Autor eine systematische umweltethische Reflexion, die sich mit den vielfältigen Spannungen zwischen den normativen Ansprüchen von Klima- und Umweltschutz und den Bedingungen gesellschaftlicher Transformation auseinandersetzt. Ein umfassendes, lehrbuchhaft aufgebautes Kompendium des ökologischen Wissens. Zitat Ende. Also, war für mich ein Anlass zu fragen, was wäre christliche Umweltethik? Das ist in der Verlagsinformation irgendwie gar nicht so deutlich, fand ich. Zunächst einmal ist, wenn wir das Wort nehmen, christliche Umweltethik, ist sie zunächst einmal als Umweltethik durch einen spezifischen Gegenstandsbereich bestimmt. Es handelt sich um eine Bereichsethik. In der philosophischen Ethik heißt das Bereichsethik, ne? Wenn wir sprechen von Umweltethik oder Verkehrsethik oder sonst was für Bindestrichethiken, wird das manchmal auch so ein bisschen abwertend genannt. Der Begriff bezeichnet den Teil der philosophischen Ethik, in dem solche ethischen Konflikte behandelt werden, die in einem spezifischen Handlungskontext entstehen oder entstehen können. Bereichsethiken zeichnen sich aus durch den Anwendungsbezug immer und die Orientierung an zumeist empirischen Problemen. Die Umweltethik lässt sich dabei als eine der geistigen Gestalten des Anthropozäns begreifen, in dem wir uns ja befinden. Ausmaß und Tiefe der menschengemachten Eingriffe in die Natur haben ein ungeheures Ausmaß angenommen, und Umweltethik grundsätzlich, ob christlich oder nicht, setzt ein mit dem bangen Gefühl, ob eine solche vernunftstolze, globalisierte Zivilisation nicht zu weit gegangen sein könnte. Das Kollektiv der Menschheit ist heute für die Zukunft des Planeten mitsamt allen menschlichen und nichtmenschlichen BewohnerInnen verantwortlich geworden. Und diese generische Verantwortung kann ethisch reflektiert werden. Das wäre zunächst mal Umweltethik. Wenn wir jetzt von christlicher Umweltethik sprechen, haben wir es also zunächst mit einer Bereichsethik zu tun, der Umweltethik, einer angewandten Ethik, die jetzt durch das Adjektiv christlich noch weiter qualifiziert wird, also von bestimmten religiösen oder theologischen Grundsätzen ausgeht. Und das wiederum, ich muss das Feld einfach einmal sortieren, damit das verständlich ist, das ist auf unterschiedlichen Ebenen des ethischen Denkens möglich. Christliche Umweltethik kann sich erstens im Sinne der deskriptiven Ethik mit den im christlichen Denken und Handeln vorfindlichen Moralvorstellungen, Regulierungsinstanzen, Werten und Normen beschäftigen. Also deskriptiv, was gibt es da im Bereich des Christentums? Zweitens könnte sie als spezifische Metaethik verstanden werden, die innerhalb dieses Spektrums auf den Gebrauch der moralischen Begriffe und den Geltungssinn moralischer Rede speziell in christlichen Kontexten reflektiert. Metaethik unterscheidet zum Beispiel zwischen solchen Werten, die etwas Wünschenswertes oder Erstrebenswertes sind, und Normen, die als Regeln oder in expliziten Regelwerken vorliegen. Da gibt es ja auch in sehr unterschiedlichen christlichen Kontexten sehr unterschiedliche Regelwerke. Und drittens könnte eine christliche Umweltethik, und das finde ich wirklich interessant, auch präskriptiv vorgehen, also selbst zu Prinzipien des Guten und Richtigen Stellung nehmen, sowohl auf der Ebene dessen, was wir als normativ richtig bezeichnen wollen, als auch auf der Ebene des evaluativ Guten, des Wünschenswerten. Und da denke ich, gibt es dann zum Beispiel biblische Anknüpfungspunkte, wo ich sagen kann, aus der Bibel würde ich dies oder jenes ableiten wollen, oder auch systematische Anknüpfungspunkte, theologisch-systematische, dass es überhaupt so ein Verhältnis gibt zu einem Schöpfer, an den geglaubt wird, was macht das mit uns, und dass wir nicht sozusagen ganz oben alleine verantwortlich sind und so weiter.
solche Anknüpfungspunkte von den Handlungsprinzipien abgeleitet werden können. Markus Vogt stellt trotzdem in seinem Buch heraus, wie er schreibt, dass sich die christliche Umweltethik ohne jede Einschränkung dem Anspruch rationaler Argumentation verpflichtet weiß und sich keineswegs nur binnenkirchlich an ChristInnen wendet, sondern als Beitrag zu einer im Kontext pluraler Gesellschaft und Wissenschaft allgemein nachvollziehbarer Debatten. Während aber die Erwartungen an einen christlichen Beitrag zur Umweltethik sich oft eher auf den Bereich der Moral richten, weil von ChristInnen zum Beispiel auch motivierende Leitbilder eines Lebens in Einklang mit der Natur zum Beispiel. Das hat sich geändert, was da erwartet wird. Lange war eine christliche Umweltethik eher defensiv von der Verteidigung gegen den Vorwurf der Anthropozentrik des biblischen Herrschaftsauftrages geprägt. Wissen auf jeden Fall die Älteren unter uns, langjährige, dekadenlange Auseinandersetzungen mit diesem Macht euch die Erde untertan, wie das immer übersetzt wurde. Da gibt es ja inzwischen auch andere Übersetzungsversuche. Und da war christliche Umweltethik lange ganz defensiv, hat sich daran abgearbeitet. Und es ist relativ neu, und das wird auch in dem Buch korrekt beschrieben, denke ich, dass da jetzt eher auch von ChristInnen sozusagen positiv motivierende Leitbilder eines Lebens in Einklang mit der Natur oder Umwelt oder Schöpfung erwartet werden. Vogt beschäftigt sich jetzt in seinem Buch sehr ausführlich mit katholischen, er ist selber Katholik, mit katholischen kirchenamtlichen Ansätzen, wo ich gedacht habe, die sich den Umweltfragen, aber das ist interessant, dass sich katholische kirchenamtliche Ansätze den Umweltfragen erst sehr verspätet genähert hätten. Und dann mit der Schrift, interessant denke ich, Laudato Si des Papstes Franziskus von 2015, wissen bestimmt viele, die erstmals die ökologische Herausforderung von päpstlicher Seite sehr ausführlich thematisiert hat und von befreiungstheologischen und franziskanischen Ansätzen ausgegangen ist. Es ist ein bisschen schade, dass dieses umfangreiche Buch, fand ich, ökumenische Perspektiven nur im 22 Seiten umfassenden 8. Kapitel über interreligiöse und ökumenische Perspektiven thematisiert. Hat mich als evangelische Christin ein bisschen enttäuscht. Wo es neben kurzen Ausführungen zu Judentum und Islam auch noch um den ökumenischen Weltrat der Kirchen als Pionier der Umweltbewegung geht. Was aber interessant ist, dieser ökumenische Weltrat oder Weltrat der Kirchen hat schon 1974 das Wort Sustainability benutzt. Also das könnte man mal herausstellen, dass da ein Nachdenken über Nachhaltigkeit wirklich sehr, sehr früh gestartet ist und hat da das Wort Sustainability benutzt und auch seit 1974 kapitalismuskritische Ansätze entwickelt, was ich echt spannend finde. Das kommt vor. Auf nur sehr wenigen Seiten widmet sich Vogt dann noch der verspäteten und erst beginnenden Anerkennung indigener Traditionen, also auch in Tradition indigener Spiritualität, wenn es um religiöse Naturverständnisse geht. Das hat mich ja immer interessiert. Jetzt gibt es aber hier über das Buch von Vogt hinaus noch ein paar, finde ich, verheißungsvolle Dinge zu heben, auf die ich Sie gerne, also in einer ganz kleinen Auswahl, aufmerksam machen möchte und anschließen möchte. Zum einen, kennen vielleicht einige, möchte ich hinweisen auf das, meine Disziplin, ein philosophisches Buch, das Buch Das Zeitalter des Lebendigen von Corinne Pellichon. Ich habe es jetzt hier in der deutschen Übersetzung gezeigt, weil vielleicht nicht so viele Französisch lesen. Und Corinne Pellichon hat in vielen ihrer Bücher, eben wie in diesem Das Zeitalter des Lebendigen, versucht, eine neue Ethik zu entwerfen und sagt, es gebe Anzeichen eines neuen Zeitalters, in dem wir die Ökologie und die Tiere und auch Spiritualität in die Ethik, auch in die philosophische Ethik mit einbeziehen. Was ich sehr spannend finde, also ein Buch einer Philosophin dezidiert philosophische Ethik, wo aber spirituelle Traditionen Eingang finden. Ganz spannend, kann ich sehr empfehlen. Dann ist vielleicht einigen bekannt, habe ich jedenfalls oft schon drüber reden hören, hier in der Uni, Robin Wall Kimmerer schreibt in ihrem Buch Braiding Sweetgrass, gibt es auch in deutscher Übersetzung, über Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Wisdom of Plants, wie der Untertitel heißt. Ich finde es ganz faszinierend, wie sie ihre Perspektive als eine wissenschaftliche Biologin, also ganz klar wissenschaftliche Biologin, mit ihrer eigenen indigenen Perspektive immer wieder konfrontiert und auch übereinbringt. Also auch ganz, ganz spannend im Hinblick auf, wenn wir weiter nachdenken, was könnte, ne? Ja, eine christlich-spirituelle Umweltethik sein, weil es nämlich in dem Buch, finde ich, auch beschämend ist zu lesen, wie sie ihre Kritik am Christentum formuliert. Da sind so ein paar Passagen, wo sie eine sehr harsche Kritik am Christentum formuliert,
wie nämlich im Namen christlicher Werte indigene Traditionen in Nordamerika ausgelöscht und Menschen unterdrückt und ermordet wurden. Kann man verstehen? Ist aus meiner Sicht eher eine Ursache für die Kritik am Christentum als letztlicher Grund, aber so ist ihre grundsätzliche Kritik am Christentum verständlich. Interessant ist aber das, worum es ihr geht, dann doch wieder, finde ich, mit einer franziskanischen Perspektive nah zusammenkommen. So, ich will dieser Kritik von zum Beispiel Robin Wall Kimmerer mit, was ich im letzten Jahr schon mal hier angedeutet habe, mit der franziskanischen Perspektive entgegnen, dass die evozierte Sicht auf die Schöpfung und auf die Schöpfungsspiritualität auch im christlichen Glauben vorkommen und nicht nur eben in diesen indigenen Ansätzen. Das kann man zusammenbringen, trotz der Kritik. Die franziskanische Auffassung von einer geschwisterlichen Natur, die die Menschen weder prinzipiell bedroht noch von ihnen beherrscht und ausgelöscht wird, ist da ein guter Anknüpfungspunkt. Und ich möchte nochmal auf Dorothee Sölle verweisen. Das ist die Statue des meditierenden Franziskus in San Damiano, wo er gelebt hat. Sölle schreibt in ihrem Buch Gott denken, die wichtigste Frage für eine ökologische Theologie scheint mir zu sein, wie wir Vertrauen in die Schöpfergottheit und Ehrfurcht der Schöpfung gegenüber leben können. Aber das sei nicht einfach, weil heute, wo so viel in der Schöpfung schon kaputt ist, es einfach total schwierig ist, da mit Ehrfurcht zu kommen. Und gleichzeitig, also wie können wir in dem Bemühen um Nachhaltigkeit endlich so leben, dass wir unser heutiges Handeln vor den folgenden Generationen verantworten können. Und Sölle schreibt einen Satz, der mir da sehr wichtig geworden ist. Ich komme dann auch gleich zum Schluss. Zitat, ich lebe nicht nur in dieser Minimalimmanenz meines jetzigen Zustandes und dieser verseuchten Luft und dieses verseuchten Wassers. Um menschlich zu denken, muss ich die menschliche Geschichte und ihre Möglichkeiten im Auge behalten. Und dazu hilft mir ein Verständnis von der Schöpfung und ein Vertrauen in das, wie sie gemeint war. Dieser Satz ist mir zentral geworden. Ich lebe nicht nur in dieser Minimalimmanenz. Es gibt existenzielle Probleme mit der Schöpfung und wir sind vielleicht oft von negativen Nachrichten und Erfahrungen überwältigt. Das höre ich von den Studierenden eigentlich jeden Tag. Weil wir selber, die Menschheit, große Teile der Schöpfung zerstört oder unwiderruflich kaputt gemacht hat. Also wir können nicht mehr einfach naiv sagen, oh guck, in die Schöpfung, es ist doch alles gut. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr als Anknüpfungspunkt für eine Ethik, die von der Schöpfung ausgeht. Und auch selbst wenn wir heute noch schöne Erfahrungen in der Natur machen können, das gibt es ja, wäre es ein bloß sentimentales Verhältnis zur Natur und damit ideologisch, um darauf unmittelbar aufzubauen und zu sagen, ach wie schön, gibt es doch, es gibt doch, ach wie schöne Momente. Ja, gibt es, ist auch wichtig, aber nur darauf aufzubauen, wäre sozusagen ideologisch verkürzt, denke ich. Selbst diese Erfahrung ist durch menschliches Handeln beschädigt. Was tun? Sölle schreibt, in dieser Situation wäre die christliche Aufgabe, die Trauer über das Sterben von Pflanze und Tier ringsum erst einmal zuzulassen. Wir sollten klagen lernen, uns fühlfähig machen. Die Liturgie ist nicht eine Verzierung des Lebens, sondern ein Ort der Klage, des ausgesprochenen Schmerzes. Ohne Mitgefühl mit der Schöpfung können wir die Liebe zur Schöpfung nicht lernen und ohne diese Immanenz Gottes in unserer Erde geht uns Gottes Transzendenz verloren. Deswegen, von da könnte man jetzt neu loslegen, ich muss aufhören, aber von da könnte man neu loslegen mit einer christlichen Umweltethik, denke ich. Eine christliche Umweltethik braucht auch dieses präskriptive, normative Element, Trauer, Verbundenheit und auch Zorn zuzulassen, um dann handeln zu können. Vielen Dank.